Nachdem ich bei meinen Castings ganz auf mich allein gestellt war, ist es jetzt höchste Zeit für eine zweite Meinung. Und wessen kritische Augen könnten meine Models besser begutachten als die von Jean-Paul Gaultier? Hier ist Jean-Paul Gaultier! So, bonjour, I am Jean-Paul Gaultier, I am a French designer. Jean-Paul Gaultier ist eine Ikone der Modewelt. Mit seiner rebellischen Kunst setzte er schon immer Akzente und Trends. Für seine Haute Couture buchte er unkonventionelle Models und nicht umsonst ist er einer der Vorreiter in Sachen Diversity. Choose model, for example, when I see someone which is different from the other one. You know, I love that. I love that eclecticism, and I love to see difference between the people. To see always a repetition. You know, it's like clones. I don't care about the clones. You know, I like the very original one. So I am very happy that German Next Top Model, you know, will bring that time, like the men coming also as a model, because I think like it was like, now it's like equal, you know. Okay. So nice to see you. Oh, we love you. Thank you. Dankeschön. Als Jean-Paul Gaultier reinkam, konnte man in jedem Gesicht einfach Staunen sehen. Ich freue mich ganz besonders, denn du hilfst mir dieses Jahr ein kleines bisschen, denn du kennst dich ja noch besser aus und vor allen Dingen auch mit männlichen Models. Wir saßen alle mit dem Bademäntel. Auf einmal kam der Heidi rein und Jean-Paul Gaultier. Und wir saßen da, wir waren alle schockiert, wussten nicht, was jetzt passiert. Nach den Castings folgt die erste richtige Bewährungsprobe. Heute prüfe ich alle meine Models auf Herz und Nieren. Oder in diesem Fall eher auf Walks und Posen. Ich war gestern so euphorisch, weil ihr alle so gut ausseht, dass ich zu viele ausgewählt habe. Und deswegen machen wir jetzt eine Prüfung. Jean-Paul und ich gucken jede einzelne Person an und dann, ja, dann werden uns leider einige von euch verlassen müssen, bevor die große Fashion Show überhaupt startet. Und dann kommt so eine Message und dann dachte ich so, okay, tschüss, ich kann gleich gehen. Das ist natürlich ein sehr schockierender Moment, weil alle dachten, na, sie ist da und jetzt üben wir. Und dann war es so, oh nee, jetzt geht es darum, rauszufliegen. Wir haben uns alle total auf die Show gefreut und dass es endlich losgeht und dass wir alle jetzt das leben dürfen und eine Show laufen dürfen. Und jetzt, naja, waren es doch zu viele und jetzt müssen welche heimgehen. Mein Herz ist in mein Popo gerutscht. Ich krieg Nervenzusammenbruch gerade, wirklich, innerlich. Stress durch verhaltenes Kotzen. Konkurrenz ist schon groß, weil es sind mehr Männer als Frauen. Das bedeutet, mehr Männer fliegen raus als Frauen. Das ist jetzt spontan noch eine Catwalk-Prüfung, da war ich einfach nur baff. Weil man ja auch gar keine, also keine Vorbereitung, man war einfach so ins kalte Wasser geworfen. Vor der Fashion Show werden meine Models kreativ. Das Fitting steht für die meisten noch an. Und so werden aus schlichten Bademänteln im Handumdrehen High Fashion Pieces. Okay, die ersten, mit denen wir anfangen, das sind Felice, Lillian, Nikita, Vanessa und Grace. Ich muss sagen, das ist schon eine sehr große Anspannung, vor allem, weil ich noch nie Runway gelaufen bin. To be honest, in my case, I should say that I look at them and ask them to walk like they walk in the street normally. Normally, you know, not to try to be like a model, to be like the cliché of a model. No, I like personality, individuality. Gib Gas, gib alles. Kann man nicht lachen. Okay. Seid ihr ready? Los geht's! I think she's great. German's Next Top Model ist eine Herausforderung an sich. Und vor allem, wenn so viele hübsche Menschen bei uns gibt. Ich muss immer confident bleiben. So you can enjoy the clothes also and moving with them. So you did it well. Nikita. Man denkt sich jetzt bloß nicht irgendwie was Komisches machen oder umknicken oder komisch laufen.
wahrscheinlich schon herausfordernd, vor allem für einen Laufsteganfänger. War das schon eine große Herausforderung. Nice attitude and how she put the decollete was nice. Ich habe gemerkt, wie meine Knie gezittert haben, wie meine Hände gezittert haben. Aber in dem Moment, als ich losgelaufen bin, habe ich mich nur selber in dem Spiegel gesehen und habe einen Tunnelblick gehabt. Beautiful, beautiful she is. Das hat mir innerlich ein Lächeln verzaubert, aber ich habe versucht, nicht zu zeigen, weil bei unserem Walk sollten wir ein straightes Gesicht haben. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, dass mehrere Rauschmisse vorliegen vor der Fashion Show. Wir haben wirklich gedacht, dass wir alle laufen können. Okay, eine von euch wird es nicht schaffen zur Modenschau heute Abend. Das bist leider du, Nikita. Oh. Tut mir leid. Also ich bin auf jeden Fall sehr traurig zu gehen, aber es ist ihr Blickwinkel und von daher kann ich die Entscheidung auch nachvollziehen. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.